Heute sind wir in Uelzen in Niedersachsen und wir werden uns heute den 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen anschauen. Und wenn dich das interessiert, bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr davon sehen. Bis gleich. Und herzlich willkommen zu einer neuen Reise von Auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Svensens und wir sind heute in Uelzen unterwegs. Wir schauen uns den 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen an. Seid gespannt und kommt mit. Der Bahnhof Uelzen ist ein Kreuzungsbahnhof in der Hansestadt Uelzen am Ostrand der Lüneburger Heide im Nordosten von Niedersachsen. Das ursprüngliche Empfangsgebäude wurde im Zuge eines Expo 2000 Projektes nach den Ideen, dem Konzept des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser umgebaut. Ansicht vom 100-Wasser-Bahnhof in Uelzen. Man beachte die goldenen Kugeln. Der Bahnhof wird als Umwelt- und Kulturbahnhof mit dem Namen 100-Wasser-Bahnhof Uelzen vermarktet und gilt als Touristenattraktion. An diesem Bahnhof halten täglich insgesamt rund 220 Züge des Fern- und des Nahverkehrs. Genutzt wird der Bahnhof von rund 15.000 Reisenden und Besuchern pro Tag. Viele sind natürlich auch da, um sich den besonderen Bahnhof anzuschauen.
So, das war der 100 Wasserbahnhof in Uelzen. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Ich fand ihn sehr interessant. Schreibt mal eure Meinung unten in den Kommentaren. Schreibt mal rein, ob ihr ja schon etwas anderes von 100 Wasser gesehen habt. Lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke, lasst ein Like da und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere Interessante für dich dabei. Ciao!